Ach Leute, ich hatte schon gedacht, dass ich diesen Bildschirm hier nie wiedersehen werde. Nachdem wir am Ende des letzten Parts mal wieder extreme Disk-Probleme hatten, ist dieses Spiel dann letztendlich überhaupt nicht mehr gestartet. Ich habe alles versucht, ich habe die Disk tausendmal gereinigt, es hat nichts gebracht. Ich konnte das Spiel nicht mehr starten und war schon kurz davor, einfach ein Video hochzuladen, in dem ich erkläre, dass das Projekt erstmal beendet ist. Aber dann hattet ihr die Idee auf dem Discord-Server, Link in der Videobeschreibung, dass ich mir doch einfach die digitale Version runterladen kann. Und dann gab es so ein bisschen hin und her, werden wohl die Spielstände übertragen. Am Ende musste ich dann im Stream die drei Welten nochmal neu spielen, ist aber jetzt nicht so schlimm. Fakt ist, die Lebensanzahl ist jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich habe, soweit ich mich erinnern kann, alles nachgeholt. Also alle Level, alle Starcoins und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt hier ganz normal reinjumpen, dann habe ich zum einen Feuer Mario, was schon mal ziemlich cool ist. Und zum anderen stehen wir direkt am Castle der dritten Welt. Und falls ihr euch erinnert, beim letzten Mal war es dann eben so, dass ich hier einfach weitergegangen bin nach oben. Mir wurde auch gesagt, das ist gar nicht unbedingt der direkte Weg, wie dem auch sei. Kommt dann eben hier dieses Luftschiff. Und meine Theorie, um das nochmal kurz zu erläutern, ist, auf meiner Disk ist so ein kleiner Kratzer drauf. Und scheinbar ist das genau die Stelle, wo die Intro-Cutscene und dieses Level gespeichert ist und möglicherweise sogar noch irgendwelche anderen Informationen. Weshalb diese Bereiche des Spiels sich da einfach nicht laden lassen. Aber wie ihr sehen könnt, es funktioniert jetzt hervorragend mit der Download-Version. Ich bilde mir sogar ein, dass die Ladezeiten ein bisschen kürzer geworden sind, was eigentlich Sinn machen würde. Ich musste dafür jetzt zwar Smash Bros. Wii U deinstallieren, aber naja, das habe ich sowieso aktuell nicht mehr viel gespielt, weil ich ja die Ultimate-Version habe. Wie funktionieren diese? Einfach drauf laufen oder was? Okay. Das heißt, okay, die feuern weiter, wenn man draufsteht. Interessant. Wir sollten uns mal ein bisschen beeilen, weil da drüben ist ein Starcoin. Das heißt, ich habe jetzt die digitale Version. Und das Schöne ist, der gute Phil hat mir 15 Euro von seinem eShop-Guthaben gesponsert, sodass ich am Ende nur 10 Euro für dieses Game bezahlen musste, was ein sehr guter Preis ist, weil das ungefähr auch genauso viel ist, wie ich damals für die gebrauchte Disk bezahlt habe. Mit dem Unterschied, dass meine gebrauchte Disk lediglich NSMBU beinhaltet, nicht aber New Super Luigi U und diese Version jetzt schon. Also ich weiß noch nicht, ob ich mir das antun möchte, New Super Luigi U zu spielen, aber mal gucken. Vielleicht schon. Es ist ja deutlich schwerer, glaube ich, ne, als New Super Mario Bros. U, aber es soll wohl auch cooler sein und besser sein. Oh, jetzt haben wir hier... Haben die jetzt Homing-Angriffe oder warum sind die rot? Ja. Natürlich, klassisches Mario-Feature. Rote Gegner. Oh, die explodieren sogar. Bruder, ich weiß nicht genau, was die für eine Range haben, aber ich will es jetzt nicht provozieren. Hier ist doch bestimmt... Da ist ein Starcoin. Oh, ich brauche sogar... Ich brauche sogar irgendwie... Ich muss sogar groß sein. Oder brauche ich da die Kollegen für? Nee, ich kann da einfach so rein. Alles klar, perfekt. Aber nett, dass du mir trotzdem aufmachst. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist jetzt die digitale Version und falls ich ganz viel Spaß dran habe, werden wir dann auch New Super Luigi U noch spielen. Könnt ihr mir auch mal Bescheid sagen, ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, nee Bruder, muss jetzt nicht sein. Weil ich glaube, es könnte ein bisschen ragig werden, aber das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Vielleicht mal so, ist ja ein kürzeres Spiel, soweit ich weiß, also vielleicht ist das dann mal irgendwie was für zwischendurch, was kurzes. Oder für einen Stream. Ach, hier ist Bowser Jr., interesting. Hi, na? Genau. Aber immerhin, es kann endlich weitergehen. Was muss ich denn machen? Muss ich eine Stampfattacke machen? Oder was muss ich machen? Ah, ne, ich muss wahrscheinlich die Torpedos in ihn hineinlocken, ha? Huh? Pass mal auf. Aber der kann immer nur einmal die Richtung ändern, scheinbar, ja. Okay, das heißt, man muss es so ein bisschen einkalkulieren, aber das müsste treffen, jawohl. Aber ich kann ihn jetzt nicht verletzen, oder? Mit der Eisblume? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also zumindest, ich habe ihn einfach nicht getroffen. Aber man muss einfach die Homing, wie heißen die Dinger eigentlich? Das sind ja keine Kugelwillis, sind ja so Wasserwillis. Nee, keine Ahnung, wie heißen die? Die haben bestimmt einen Namen. Alles hat einen Namen. Aber die einfach da reinlenken, ist ein bisschen wie bei Mario Galaxy, der erste Boss, ne? Megabein. Wo man auch die Kugelwillis dann sozusagen locken muss, damit sie den großen Stern öffnen. Daran erinnert mich das gerade irgendwie. Aber das war es auch schon mit den Ähnlichkeiten. Der Bossfight ist ein bisschen langsam. Irgendwie.
Kommt irgendwie nicht ganz in die Pötte, wie man so schön sagt, im Norden. Und ciao. Halt sehr einfach wieder, aber aufgrund der Wasserphysik irgendwie ein bisschen langsam. Naja, aber ist okay. Ich frage mich jetzt nur, warum es da jetzt ein Luftschiff gab. Also, oh. Oh, Skill Move. Skill Move von Mario. Perfekt ausgewichen, super gemacht. Gut, das Problem ist jetzt, ich habe mal nachgefragt und ihr habt gesagt, die vierte Welt ist die Eiswelt. Mir wurde auch gesagt, dass ich von hier nicht zur Eiswelt komme und das scheint auch richtig zu sein. Das heißt, ich muss jetzt einfach mal, ja, speichere ruhig mal, einmal nochmal hier durchs Minzmeer laufen, gerade den Namen vergessen, weil ich möchte es ja ganz gerne in der richtigen Reihenfolge machen, ne? Und da es keine feste Reihenfolge gibt, ist das wohl irgendwie so, dass man sich aussuchen kann, aber wohl scheinbar sagen die meisten Leute, jawohl, die vierte Welt ist die Eiswelt. Und dann ist die fünfte Welt die Gebirgswelt. Ich komme immer so ein bisschen durcheinander, weil früher im DS-Teil war die fünfte Welt die Eiswelt und die sechste Welt war die Gebirgswelt und die dritte Welt war die Wasserwelt. Und die vierte Welt war, glaube ich, der Wald damals. Aber ich glaube, die war optional. Also es war eine von diesen, was heißt optional? Es war eine von diesen geheimen Welten, wo man halt nur über den Boss der zweiten Welt hinkam. Den mit dem Mini-Pilz besiegt hat. Da gab es ja irgendwie zwei Welten von. Ich glaube, Welt 4 und Welt 7, ne? Die konnte man nur so erreichen. Ich bin gerade richtig schlecht. Ich bin gerade anders schlecht. Aber ich habe es nochmal, glaube ich, rumgedreht. Müsste eine positive Bilanz sein. Na, ja, okay. Ist okay. Schlecht ist das Ergebnis bisher, aber ist in Ordnung. Hauptsache, man kommt irgendwie mit Leben dabei raus. So, weil jetzt gibt es nämlich da oben ja irgendwo. Genau, hier gab es nämlich die Abzweigung. Wir gehen jetzt nämlich zu den Eiswürfel-Eisfällen. Eiswürfel-Eisfälle. Ah ja. Die Namen, Alter. Eiswürfel-Eis... Was? Warum? Warum nicht einfach Eiswürfelfälle? Warum Eiswürfel-Eis... Egal. Ich meine, es heißt ja auch nicht Sandkuchen-Sandwüste. Und scheinbar ist Wendy hier der Bad Guy und ein blauer Yoshi. Okay. 4-1. Drehsternhimmel. Was kann denn der blaue Yoshi? Haben wir nicht, also den pinken haben wir schon mal gehabt, glaube ich, ne? Und den goldenen, aber den blauen kenne ich gerade gar nicht. Ich weiß gar nicht, was der kann. Vielleicht kann der einfach gar nichts. Außer niedlich aussehen. Es gibt ja also der rote oder der pinke kann sich ja so aufblähen zu einem Ballon. Irgendeiner kann, glaube ich, Blasen schießen, ne? War das vielleicht der blaue? Das könnte theoretisch sein. Aber warte mal, das sieht man ja von 2 Kilometer Entfernung her. Ist da sonst nichts? Ernsthaft? Ah, okay, nur Münzen. Und ein Applaus. So, da bin ich wieder. Ach, als ob. Ach, als ob. Moment mal, ich glaube, ich brauche das gar nicht. Kann es sein, dass ich das gar nicht brauche? Kann es sein, dass ich too cool for school bin und das gar nicht brauche. Aber kann man sich an die... Ich muss mich an den Stern irgendwie dranheften. Ne, muss ich nicht. Lol. Easy. Niemand braucht die Ranke. Alles kein Problem. So. Hast du mir was zu sagen hier? Ja, ja, okay. Das ist jetzt relativ obvious, dass es da irgendein Geheimnis gibt. Das heißt, der muss einmal gehen. Wahrscheinlich ist da noch eine Ranke drin, ha? Diesmal braucht man die wahrscheinlich. Ne, ein One-Up nur? Okay. Nehme ich wohl auch mit. Ich finde, die Sterne sehen hier ganz hübsch aus. Sie sind halt sehr hell. Und ich frage mich, was das für Sterne sind, aber sie sehen sehr hübsch aus. Auch generell, der Hintergrund ist sehr hübsch. Könnte bisher so mein Favorite-Hintergrund sein. Gab es ja, glaube ich, auch in Mario Maker 2 irgendwann. Per Update, nicht wahr? War das nicht so? Ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen immer verwirrt. Was gab es als Update? Was gab es schon immer sozusagen? In Mario Maker 2, ja. Weil ich das Spiel so zum Anfang halt recht viel gespielt habe, ja. Und dann eine Zeit lang ziemlich wenig und jetzt erst seit ein paar Monaten wieder mehr in den Streams, auch mit Benny oder Marvin zum Beispiel.
Von daher bin ich ja mal nicht ganz sicher, was es auch schon früher gab und was es im ersten Teil gab. Und ist hier nichts? Okay, das wirkt gerade irgendwie merkwürdig hier, wenn ich das mal so sagen darf. Ich muss doch noch irgendwas. Ist hier irgendwas? Nee. Okay. Aber ich sag mal so, Mario Maker, da ist was. Mario Maker ist ja immer für ein paar Überraschungen gut und auch für ein paar, nennen wir es Muncha Run, nice, nennen wir es lautere Momente, ne? Nennen wir es einfach so, wie es ist. Es sind lautere Momente. Und lauter, laute Momente. Oh, Schnaps. Ist das eine Schnapszahl? Nee, zählt nicht. Ich war mir gerade nicht sicher, ob so eine Zahl 171, ob das auch als irgendwas zählt. Schnapszahl ist es ja nicht. Ist ja Quatsch. Also, falls euch Mario Maker 2 interessiert, guckt beim Stream rein oder auch bei den Videos. Ist immer sehr unterhaltsam. So, was kann der blaue Baby Yoshi? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir brauchen ihn in diesem Level, in der Pink Hole Polonaise. Polonaise, da muss ich gerade so ein bisschen an. Ah, der kann die Blasen. Ah, und auf den kann man sogar hüpfen, ne? War doch so. Ja. Bei Polonaise muss ich gerade ein bisschen an die Grundschule denken. Da hatten wir auch. Oh lol, krass. Da haben wir damals auch zu. Was war das damals? Fasching? Bei uns hieß es, glaube ich, Fasching und nicht Karneval. Also Karneval heißt es, glaube ich, eigentlich nur in Köln, ne? Oder so in der Kölner Area. Und da, wo ich herkomme, da nennt man das Fasching. Also, ne, da, wo man sich ja verkleidet. Ne, man kennt das. Dann haben wir damals aber auch in der Grundschule so eine Polonaise gemacht. Und ich weiß noch ein Jahr, das ist jetzt der absolute Nerdfuck. Ein Jahr war ich als Julius Caesar verkleidet. mitsamt Lorbeerkranz, ne? Und ich erinnere mich dran, dass bei der Polonaise, ich weiß also, keine Ahnung, wie viele Schüler wir damals waren, aber waren schon ein paar. Da ist es mal ein bisschen eskaliert. Und dann ist tatsächlich dieser Lorbeerkranz runtergefallen. Und alle sind drauf rumgetrampelt und ich habe das nicht mehr hingekriegt, den aufzuheben, bevor der dann aussah wie Kotze. Und das fand ich sehr traurig damals. Kann ich mich gar nicht hinsetzen mit Baby Yoshi? Scheinbar nicht. Das war damals irgendwie sad. Weiß ich auch, also aus echten Lorbeerblättern auch. Das war jetzt kein so ein schäbiger, sondern so ein richtiger Lorbeerkranz, sozusagen. Wie ein echter römischer Feldherr. Und dann sah er danach einfach komplett kaputt aus und war auch komplett kaputt. Das war damals traurig. So, ich würde gerne die roten Coins haben. Ja, ist ja lustig, du. Ist ja... Ich kann leider auch mich nicht drehen. Ich kann mich auch nicht drehen mit dem Yoshi. Der Yoshi ist irgendwie ein bisschen useless. Also nichts gegen Baby Yoshi, weil wer bin ich, dass ich was gegen Baby Yoshi habe? Aber der ist ein bisschen useless, kann das sein? Der ist so ein bisschen der Baby Yoshi, den man eigentlich nicht haben will. Also, du bist ein Vollidiot. Also Baby Yoshis will man natürlich immer haben. Aber ich meine, von den Baby Yoshis, die wir bisher kennen, vielleicht gibt es auch noch mehr. Ist das jetzt so, der hat mich jetzt einfach getötet, ne? Möchte ich kurz mal festhalten. Der hat mich getötet, das war nicht... Meine Schuld natürlich. Ich habe an sowas natürlich niemals Schuld. Dass ich da jetzt gestorben bin. Kannst du vielleicht springen, wenn ich den Knopf drücke? Danke. Oh, lass mich mal... Alter. Weil ich weiß nicht, das bringt ja irgendwie... Dieses Blasen verwandelt ist zwar irgendwie ganz cute so, aber... Was bringt es? Was bringt es? Sag das mir. Ich frage mich gerade, wo ist die nächste... Da, Coin, holy moly. Guck mal, die verlieren erstmal ihre Brillen, so ganz merkwürdig. Okay, warum brauchte man da theoretisch den Pinguin dafür, um da ranzukommen? Habe ich irgendwas nicht, guck mal, irgendwas nicht gesehen. Die sind auch nervig, die Viecher, ha? Also in Real Life sind, ich will da drauf. Ja gut, dann lassen wir es lieber. Im Real Life sind Pinguine natürlich cool, aber hier sind die... Versteht ihr? Cool, ja, Pinguine. Aber hier sind sie gerade ein bisschen nervig. Aber die Starcoins sind dafür in dem Level... Oh Gott. Ganz angenehm. Aber die Zielflagge, das vergessen wir mal lieber. Eieiei. Habt ihr auch solche Horror-Karneval-Stories oder Fasching oder wie auch immer? Das war schon,
schon so ein bisschen traumatisierend damals. Geht. Eigentlich überhaupt nicht. Tanztee im Tauwetterturm. Nintendo liebt Alliterationen, ne? Aber ich kann es verstehen. Ich finde die auch gut. Oh, das sieht aber auch nice aus jetzt. Ich habe bitte den Grafik von dem Spiel schon öfter kritisiert, als ein bisschen langweilig. Und so ein bisschen, ja, wie würde man das sagen, so ein bisschen stumpf, irgendwie so ein bisschen kalt und leer. Aber die Hintergründe, auch wenn der ein bisschen gestretched aussieht an den Rändern, die sind doch immer ziemlich gut gelungen. Also bisher in der fünften Welt vor allem, finde ich, sind die sehr gut gelungen. Ciao. Das war jetzt nicht ganz so smart. Ah doch, ich kann trotzdem hoch. Okay, also ich gehe mal davon aus, es wird eine Starcoin geben, die nach dem... Oh, Alter. Die mit irgendeiner Öffnung in der Wand oder... Nee, es wird eine Starcoin geben, die nur eine Zeit lang vorhanden ist und die dann durch so einen Eiszapfen verdeckt wird. Genau das wird passieren. Vielleicht ist sie ja sogar hier irgendwo schon. Wow. Ich glaube, das werden die durchziehen. Das ist natürlich böse so, aber... Oder man kann einfach irgendwo in die Wand. Oder man kann hier drüben hin. Ja, hier kann man doch locker rein, oder nicht? Kann man da nicht? Da kann man nicht rein? Doch. Da muss man rein können. Warum geht denn sonst dieses Ding da hoch? Da kommt man ja gar nicht. Ne, da geht's nicht rein. Na gut. Ist in Ordnung. Ich habe meinen Entdecker-Drang... Habe ich jetzt gestillt. Und da war leider nichts. Hier ist ein Block. Was soll der Block? Der sieht irgendwie ein bisschen fehl am Platz aus. Jetzt bin ich aber gerade verwirrt. Immer noch keine Starcoin? Ah. Oh no. Oh no. Oh no. Es ist genau das, was ich befürchtet habe. Nee, doch nicht. Ich dachte, okay. Ich habe mir gerade Angst gemacht, dass da von oben jetzt so ein fettes Vieh runterkommt und dann der Weg versperrt ist. Das ist aber gerade anders. Anders nervig hier. Wie soll man denn... Oh. Okay, Hauptsache, das ist erstmal gesaved. Jetzt geht's weiter. Wo ist die zweite wohl? Also ich, wie gesagt, ich rechne immer damit, dass die was in die Wände platzieren. Ich weiß, man kann das auch immer irgendwie sehen anhand der Textur so, aber ich check lieber einfach alles, was merkwürdig aussieht. Also jede gerade Kante, die mir irgendwie zu groß ist, wird von mir überprüft. Ne? Mach's gut. Weil das wäre jetzt so prädestiniert, einfach hier jetzt so in die Wand reinzugehen, weißt du? Ist ja auch ein bisschen cheap. Aber theoretisch. Ja, guck mal, da zum Beispiel. Da, ich habe sie schon gesehen, die Starcoin. Ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Lass mich dahin. Alles für die Starcoin. Der Rest ist mir völlig egal. Oh Gott. Gib mir mal ganz kurz bitte ein Item her. Danke sehr. Sehr nett. Das Gimmick ist also eine sich bewegende Plattform mit Knochen trocken. Ist, glaube ich, auch nicht brandneu, aber ist ein nettes Element gerade. Auch wenn ich so eine Art von Level immer ein bisschen nervig finde, weil es immer so... Man muss immer so Ewigkeiten warten. Man springt immer in dumme Eiszapfen rein, wenn man doof ist. Ist immer nicht so mein Favorite. Diese Level, die sehr viel Warterei beinhalten. Halten. Alter. Moment mal. Das ist gerade schlecht. Das ist gerade... Wäre da oben die Starcoin mit dem Powerblock gewesen? Als ob. Erzähl mir nichts. Erzähl mir nichts. Warte mal. Was ist gerade smarter? Bei der Länge des Levels ist es smarter, sich einfach töten zu lassen, ne? Und es nochmal zu versuchen vom Checkpoint. Das mache ich einfach mal. Weil sonst, das dauert ja ewig, bis ich da wieder angekommen bin. Komm mal her jetzt. Komm her, kill mich mal. Ja, cool. Und ciao. Weil wie gesagt, das ist halt dieses Problem bei diesen Leveln, dass man immer so lange warten muss. Aber dafür hole ich mir jetzt irgendein cooles Item, weil ich habe hier viel zu viele Sachen wieder jetzt zusammen gespielt. So, nochmal. Also die zweite war einfach irgendwo rechts. Ich habe eine Theorie, wo die letzte ist. Meine Theorie lautet, sie ist ganz am Ende, wenn man den Powerblock sich nimmt und mit nach oben nimmt, dass über der Boss-Tür ein geheimer Raum ist und die dann daraus gefallen kommt.
halt, wenn man den Powerblock aktiviert. Dass sie dann deswegen runtergeschallert kommt, wie so ein Brecher. Das ist meine Theorie. Wir werden gleich mal überprüfen, ob das stimmt. Beziehungsweise ich werde natürlich auch nach anderen Möglichkeiten suchen. Ho. Weil die erste Star, die zweite Starcoin ist dort ja relativ offensichtlich unterwegs. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt diesmal anders gemacht habe als letztes Mal. Letztes Mal habe ich mich ja treffen lassen. Aber klappt nicht. Gut, dann nicht. Let's go again. Vielleicht muss ich da wirklich einfach früher hoch mit Wandsprung oder so, weil sonst wird es ein bisschen knapp. Aber wie man sich dann da nicht treffen lassen soll? Naja, mal gucken. Ansonsten ist meine Theorie natürlich weiterhin, irgendwo geht's in die Wand. Das wäre natürlich auch möglich. Ach. Oh, die Knochen, tut einem so ein bisschen leid, ne? Die haben schon diesen Skill, dass sie wieder aufstehen können. Gefühlt geht es in dem Spiel ein bisschen schneller, ne? Also ich glaube früher, auf dem DS-Teil zum Beispiel, sind die nicht ganz so schnell wieder aufgestanden. Wie jetzt hier. Wird wieder nix. Das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Oh mein Gottes Willen. Aber dann sterben sie einfach trotzdem. Oh, jetzt sterbe ich gleich, wenn ich nicht aufpasse. So, Vorsicht jetzt. Ich habe noch eine andere Theorie. Es gab eine Stelle, da wurden so Münzen, genau da drüben, da werden so Münzen ganz merkwürdig angezeigt. Ob das was zu bedeuten hat? Nee, hat nichts zu bedeuten. Dann hat es was mit dem Powerblock zu tun, weil der war doch so, der hat mich so ein bisschen irritiert. Ich dachte so, soll ich den jetzt auslösen oder was? Problem ist halt, wenn ich den nicht auslöse, habe ich natürlich mit den ganzen Knochen trocken zu tun. Aber das ist okay. Ich meine, warum sind hier auch die ganzen Münzen, ne? Ist schon ein bisschen Mist. Och, Bruder. Weißt du, ich überprüfe jetzt wirklich jede Wand und dann ist es einfach da. Woran hat man das denn erkannt? Ja, wahrscheinlich wieder an der Textur oder so. Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Ich bin einfach gerade jetzt gegen jede Wand gesprungen, die mir irgendwie in den Weg gekommen ist. Und hinter der war dann zufälligerweise die Starcoin. Komisches Versteck. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber ist okay, ich hole mir mal die verlorenen Leben zurück. Ich bin möglicherweise nochmal gestorben unterwegs. Halt, warte. Jetzt weiß ich auch hier, dass hier die Blume ist. Ich habe halt gerade eben gedacht, dass ich mir jetzt den Powerblock kaputt gemacht habe. Durch diesen versteckten Block und deswegen an die Starcoin nicht rangekommen. Deswegen war ich so ein bisschen uff. Aber so war es ja überhaupt nicht. So, jetzt reicht's mir. Der hat mich jetzt irgendwie dreimal gekillt oder so. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei mit dir. Du kannst hüpfen und funktioniert auch ganz toll, aber jetzt bist du tot. Mach's gut, Mann. Ciao. Ach, immer noch ein Lappen. Ich habe ihn halt gewinnen lassen, ne? Sollte sich jetzt auch nicht zu schlecht fühlen. Das ist ja auch nicht gut für die Psyche. Von daher, sei es ihm heute mal gegönnt gewesen, mich mal gekillt zu haben. Aber jetzt haben wir gewonnen. Und können im nächsten Part weitermachen. Mit Welt 5. Da speichere ich direkt mal ab. Danke fürs Zugucken. Gucke mich so wieder rein. Macht's gut und euch noch einen schönen Tag. Bis dann.